We'll be right back.
Was ist mit euch geschehen? Wie seht ihr aus? Ja, seht, zum Strauche braucht's doch nichts als Füße. Gestrauchelt bin ich hier, wenn jeder trägt den leid'gen Schein zum Anstoß in sich selbst. Nein, sagt mir Freund, den Stein drück ich an. Ja, in sich selbst. Öffnet, was sie beliebt. Ihr stammt von einem Lockenhälter Vater, der so beim Armen in der Dinge fiel und wegen seines Falls berühmt geworden. Ihr seid doch nicht. Nun, gleichfalls. Ob ich? Hier bin ich hingefallen, sag ich euch. Wie sich hingeschlagen. Ah, unbildlich. Wann tut sich die Begebenheit zu? Jetzt in dem Augenblick, da ich dem Bett entsteig, ich hatte noch das Morgenlied im Mund, da stolpr ich in den Morgen schon, und ich noch den Lauf des Tags beginne, reckt unser Herrgott mir den Fuß schon aus. Und was hat das Gesicht euch so verrenkt? Mir das Gesicht? Wie davon wisst ihr nichts? Ich müsst ein Lügner sein. Wie sieht's denn aus? Wie's aussieht? Ja, Gevatterchen. Abschein. Erklärt euch deutlicher. Geschunden ist's. Ein Greuel zu sehen. Ein Stück Wild von den Wappen. Den Teufel auch. Hier, überzeugt euch selbst. Ach, ja, es ist wahr, unlieblich sieht es aus. Die Nase hat auch gelitten. Und das Auge. Ja, so geht's im Feuer des Gefechts. Gefecht, was? Mit dem verfluchten Ziegelbock am Ofen focht ich, wenn ihr wollt. Jetzt weiß ich's, da ich das Gleichgewicht verliere und gleichsam ertrunken in den Lüften um mich greife, dass ich die Hosen, die ich gestern Abend durchnässt an das Gestell des Ofens hing. Nun fass ich sie, versteht ihr, denke mich, ich tot daran zu halten. Und dann reißt der Bund, und jetzt tot los, und und mein Drinks mit dem Stirnband schmett mich auf den Ofen hin, just wo ein Ziegenbock die Nase an der Ecke vorgestreckt. Tut, tut, verdammt! Der erste Adamsfall, den ihr aus einem Bette habt getan. Mein Ziel. Doch was ich sagen wollte, was gibt's Neues? Ja, was es Neues gibt, der Henkerholz. Hätt ich's doch bald vergessen. Nun, macht euch bereit auf unerwarteten Besuch aus Utrecht. So. Der Gerichtsrat kömmt. Wer kömmt? Der Herr Gerichtsrat Walter kömmt aus Utrecht. Er ist in Remissionsverreisung auf den Ämtern. Und heute noch trifft er bei uns ein. Noch heut, zeig ihr weg los. So fahr ich liebe, er war in Holla auf dem Grenzburg gestern. Das Justizamt dort schon revidiert. Heut, der Gerichtsrat, hey!
bald erschien in Halle unvermutet gestern unvisierte Kassel Registraturen und suspendierte Richtertat und Schreiber. Den Teufel auf! Nun denn so kommt, mein Vater! Folgt mir ein wenig zur Registratur. Die Aktenschüsse setzt sich auf, denn die liegen wie der Turm zum Babylon. Gott helf der Richter, der Gerichtsrat Walter lässt seinen Gruß vermelden. Gleich wird hier sein. Ei, du gerechter Himmel, ist der Mitholler schon fertig? Ja, ist in Hesem schon. Genieße, Grete! Ruhig, ruhig jetzt! Der Vaterchen, den hast du den Dank vermeldet. Und morgen reisen wir nach Mussanit. Was tu ich jetzt? Was lass ich? Hosen anziehen, keine Toll! Wo bin ich, mein Dorfrichter? Geht in Rock her, der Gerichtsrat! Ach, die Magd ist es! Die Bäffchen Mantel tragen! Aus Hurtisch! Ihr Herr Gerichtsrat werden sehr willkommen sein. Wir sind sogleich bereit, ihn zu empfangen, sagt ihm das. Den Teufel auf! Herr Richter Adam lässt sich entschuldigen! 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 Ich hätte Hals und Beine fast gebrochen. Schaut selbst, ist ein Spektakel, wie ich aussehe. Und jeder Schreck purgiert mich vor Natur. Ich werde krank! Ich wollte ihn besinnen! Der Herr Gerichtsrat sind sehr angenehm. Zum Henker! Was? Der Teufel soll mich holen! Ist nicht so gut, als hätte ich schon ein Pulver. Magnese! Was ist mir her? Wer sagt euch noch an diesen Sieger? Wir sind toll! Was soll ihr? Was soll ihr? Gott, sag ich! Kuhkäse, Schinken, Butter, Würste, Flaschen aus der Registratur geschafft. Und flink! Du nicht die andere! Maulaffe, Kuh, ja! Was wisst Margrethe? Diese soll die Kuhmarsch in die Ringstation. Komm, morgen sag ich, was hab in die Perücke? Marsch, 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 aus dem Bücherschrank, geschwind, pack dich! Was hast du da? Rotschweigerwurst, Herr Richter. Das sind Pupillenakte. Sie kommen wieder zur Registratur. Fürste, was? Der Einschlag hier! Es war ein Missverständnis. Im Bücherschrank, Herr Richter, find ich die Perücke nicht. Warum nicht? Weil ihr nun gestern werd ich's hören. Weil ihr kommt, ja, besinnt euch ohne die Perücke ins Haus. Ich ohne die Perücke. Zeugen kann.
ich wär. Ja, mein treuer Richter, Seid gestern schon! Nein, heut! Die Wunde heut hat gestern die Perücke. Ich trug sie weiß gepudert auf dem Kopfe und nahm sie mit dem Hut auf Ehre bloß, als ich ins Haus trat, aus Versehen ab. Scher dich zum Satan, wo du hingehörst, die geringste Tour. Geh, Margarete, der Vater Küster soll mir seine Borgen. Gott grüß euch, Richter Adam. Ei, willkommen, willkommen, gnädiger Herr in unseren Häusern. Wer konnte, du gerechter Gott, wer konnte so freudigen Besuches sich gewerten? Kein Traum, der heute früh Glock achte noch, zu sonnigem Glücke sich versteigen durfte. Sag doch, ihr habt ja wohl Gerichtstag heut. Ob wir was? Ja, den ersten in der Woche. Und eine Schar von Leuten, die ich draußen auf eurem Flure sah, sind das werden die Kläger sind, die sich bereits versammeln. Gut, dieser Umstand ist mir lieb, ihr Herren, lasst diese Leute, wenn's beliebt, erscheinen. Ein Zufall, ein Verwünschter, hat um meine Perücke mich gebracht. Ei, so pudert euch den Kopf ein. Die Kläger rufst du. Arsch! Was ist das? 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 Was ist das?
sie, und wir vier Schritte Schlingel, Herr Ruprecht, bei was Teufel, sie die ganze Sippschaft, die werden mich doch nicht bei mir verklagen. Gevatter, sagt mir doch, was bringt? Was weiß ich? Um nichts, Lappalien. Es ist ein Bruch zerbrochen worden. Hör ich. Ein Krug so bei. Und wer zerbrach den? Wer ihn zerbrochen? Ja, der Vaterchen. Mein Seel, setzt euch, so werdet ihr's erfahren. Üchen. Geh hier. Ein Wort. Ich will nichts wissen. Sprecht nicht mit den Parteien, Herr Richter Adam, vor der Session. Ihr setzt euch und befragt sie. So nimm Gerechtigkeit, denn Thank you.
Zur Sache, wenn's beliebt, Frau Marthe Rull, zur Sache. Es war Uhr 11 gestern. Wann, sag ihr? Uhr 11. Am Morgen. Nein, verzeiht, am Abend. Schon die Lamp im Bette wollt ich löschen, als laute Männerstimmen ein Tumult in meiner Tochter abgelegen war, als ob der Fall mich einbreche, mich erschreckt. Den Krug find ich zerschreckt in Zimmer, das Mädchen bringt die Gänge, tut ihr der Flut fort. Ich spricht, es hab ein Wander in den Krug aufs Fenster gestürzt. Schickt die Bettel ab. Die Muhme ist zu Haus, die wird sogleich erscheinen. Wie hoch ist euer Fenstertort? Frau Marthe klagt, da trete vor. Ihr, Herr Kopfrichter, getraue sich, etwas dagegen aufzubringen. Was? Bequem. Da unterfängt es sich. Ihr wie ein gottvergessener Mensch zu leugnen. Ein wahres Wort, Herr Richter. Da ich der Dirne Tür verriegelt finde, trete ich die Tür mit meinem Fuße ein, just da sie auf jetzt rasseln stürzt dort. Der Krug vom Simon geht immer hin. Und husch, spricht einer aus dem Fenster euch. Gefallen. Hab einen wahren Mordschlag heut früh, als ich dem Bett steigelt hab. Das tut mir leid, ich spüre große Lust in mir, Herr Richter, der Sache völlig auf den Grund zu kommen. Zeit reißt, mein Kind, sag mir den Krug zerschlagen. Vor niemand stehst du in dem Augenblick, der einen Fehltritt nicht verzeihen könnte. Mein lieber würdiger und gnädiger
Bitte ich um die Ehre des Gerichts, ihr seid so gut und sagt mir's an. Ich euch! Die Perücke passt euch doch, mein Seel, als wäre auf euren Scheiteln sie gewachsen. Die Sache ist kostiert und Ruprecht und der Racker ist getötet. Doch tut das weiter. Den Hals erkenn ich jetzt heiße nicht, und weil ungebührlich sich gegen seinen Richter hat betragen, schmeiß ich ihn ins vergitterte Gefängnis. Gut, auf die Woche stelle ich vor mich an.
Es ist ein alter Flug, Wir haben zu sehen, dass das alles so ist.